wie das Intro und der Titel von diesem Vlog schon verraten, schauen wir heute hinter die Kulissen vom Mobility Weihnachtsdrei. Ich bin mit dem Mutzi im Nachbarsgarten von unserem Hauptgebäude am Weihnachtsbeleuchtung aufhängen. Es ist aber erst der 16. Oktober, aber wir haben heute schon Weihnachten. Wir tun hier ein bisschen die Quartierstrasse umgestalten, dass wir im Oktober schon Weihnachtscontent produzieren können. Ich arbeite bei der Mobility im Marketing und heute sind wir mit Gango in Hermetschwil und haben mal einfach schnell Weihnachten da geholt. Hinter mir ist der Jonas und der Fadri gerade am Drehen mit dem Janosch, Andreas und Elian. Andreas und Elian sind auch schon im Filmcamp dabei gewesen. Da sieht man, also, wenn man im Filmcamp mitmacht, steht einem nachher eine grosse Karriere bevor. Und ich bin heute eher ein bisschen Grip und Assistant und habe im Moment noch nicht so viel zu tun und habe kalt. Meine Rolle heute ist erstens mal behind the scenes eigentlich und helfen, wie es geht, zum Beispiel beim Dekorieren vom Auto habe ich sehr viele Taschen mithelfen. Wir sind in der Sauerstoffe zurückkreuz bei der Mobility und in der Tiefgarage und sind gerade am Set einrichten, Tag 2 von der Weihnachtskampagne 3. Wir sind gestern noch recht lange unterwegs gewesen, haben mit dem Janosch und dem Jonas noch ein paar Aufnahmen auf der Landstrasse gemacht mit dem beleuchteten Mobility-Auto. Das jetzt selbstverständlich müsste dunkel sein, darum sind wir auch noch bis lang in der Nacht unterwegs gewesen. Und heute sind wir auch schon wieder seit der 9 hier in der Garage am 60 Meter Lichterkette an das Mobility-Auto mit ganz viel Gaffa und viel Hilfe von der AIDA. Nein, Spass. Mega cool. Wir dürfen das Mobility-Auto dekorieren. Und jetzt schauen wir dann, wie es weitergeht. In der letzten Szene die Aufgabe, das Bild zu schärfen. Wir haben eine Funkschärfe in der Kamera und ich habe hier ein Display für mich und kann mit dieser Funkschärfe an der Kamera scharf stellen. Dann muss Jonas sich nicht auch noch Gedanken machen über das und kann einfach nur die Kamera bedienen. Sila, siehst du recht?